Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 150. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du jeden einzelnen Tag durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass wir lernen, das, was du uns sagst, noch am selben Tag auch umzusetzen. Durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose Kapitel 1 bei der Zählung der kriegstauglichen Männer des ganzen Volkes Israel. Und wir lesen in Vers 23. Die Gemusterten vom Stamm Simeon waren 59.300. Die Söhne Gats nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer, von 20 Jahren und darüber die Gemusterten vom Stamm Gatt waren 45.650. Dass der Stamm Gatt hier auftaucht, ist sehr interessant, denn wie wir noch sehen werden, folgt eigentlich die Liste genau der Aufzählung der Stämme, wie auch zuvor am Anfang des Kapitels, geordnet nach den Müttern der Stammväter. Also erst alle Stämme, die von Lea kommen und dann die Stämme von Rahel und dann die Stämme der Nebenfrauen. Aber hier an dritter Stelle nach Simeon müsste eigentlich Levi kommen und jetzt wird hier der Stamm Gatt, der eigentlich von, den, von einer der Nebenfrauen kommt, an die Stelle Levis gesetzt und wir werden sehen im Laufe des Buches, dass er immer wieder dort an dritter Stelle als Ersatz für den Stamm Levi auftaucht. Und wir werden noch gleich sehen, warum das so ist. Die Söhne Judas nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen. Alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die gemusterten vom Stamm Juda waren 74600. Dieser Stamm war der größte. Es war der Stamm, aus dem so hatte schon Jakob in 1. Mose 49 vorhergesagt, der kommende Erlöser herauskommen sollte. Die Söhne Isaschas nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die gemusterten vom Stamm Isachar waren 54.400. Die Söhne Sebulons nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die gemusterten vom Stamm Sebulon waren 57.400. Die Söhne Josefs, nämlich von den Söhnen Ephraims, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber die Gemusterten vom Stamm Ephraim waren 40.500. Die Söhne Manasses, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber die Gemusterten vom Stamm Manasse waren 32.000. 200. Die Söhne Benjamins, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Benjamin waren 35.400. Die Söhne Dan's, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Dan waren 62.700. Die Söhne Assas, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Asser waren 41.500. Die Söhne Naftalis, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Naftali waren 53.400. Das sind die Gemusterten, die Mose und Aaron musterten samt den zwölf Fürsten Israels von denen je einer über die Vaterhäuser seines Stammes gesetzt war. Die Gesamtzahl der Gemusterten der Kinder Israels nach ihren Vaterhäusern von 20 Jahren und darüber, was in Israel kriegstauglich war, ihre Gesamtzahl betrug 603.550. Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Menschen insgesamt in dem Volk gewesen sind, aber man kann durchaus abschätzen, wenn hier etwa 600.000 waffenfähige Männer, die also über 20 Jahre alt waren, dann kann man abschätzen, dass vielleicht so ungefähr zwei Millionen Israeliten in diesem Volk gewesen sind. Und hier sehen wir, wie sehr Gott auch das Volk bereits vorbereiten möchte auf die Kämpfe, die vor ihnen liegen, wenn sie das gelobte Land einnehmen würden. Sie sollten sich als Heer auch entsprechend ordnen und vorbereiten. Am Sinai war auch die... Vorbereitungszeit für die kommenden Konflikte. Aber die Leviten mit ihrem väterlichen Stamm waren in dieser Musterung nicht inbegriffen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und seine Zahlen nicht unter die K Kinder Israels rechnen, sondern du sollst die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses setzen und über alle ihre Geräte und über alles, was dazugehört. Sie sollen die Wohnung tragen samt allen ihren Geräten und sie sollen sie bedienen und sich um die Wohnung her lagern. Die Leviten, die den Dienst am Heiligtum verrichteten, sollten nicht Kriegsdienst tun. Das ist eine interessante Idee, die man auch mit gewisser Berechtigung auf unsere Zeit übertragen darf. Und wenn die Wohnung aufbricht, so sollen die Leviten sie abbauen, wenn aber die Wohnung sich lagert, so sollen die Leviten sie aufschlagen. Kommt ihr aber ein Fremder zu nahe, so soll er getötet werden. Es war entscheidend, dass nur die Leviten, die Leviten allein, sich um das Heiligtum kümmern würden. Und die Kinder Israels sollen sich nach ihren Herrscharen lagern, jeder in seinem Lager und jeder bei seinem Banner. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns auf die kommenden Konflikte vorbereiten möchtest. Danke, dass du uns auch deswegen Ordnung in die Gemeinde schenkst. Damit wir in der Endzeit bestehen können. Und Herr, zeige jedem einzelnen von uns, welche besondere Aufgabe du uns zugedacht hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.